Eine Skulptur ist eine Skulptur ist eine Skulptur. Das war einmal. Denn die zeitgenössische Skulptur hat andere Schwerpunkte. Sie hat neue Materialien, sie hat neue Sichtweisen, die vielleicht vor 100 Jahren ihren Anfang genommen haben. Ready-made und soziale Plastik veränderten das Bild der Skulptur nachhaltig. Ready-made, der von Marcel Duchamp erfundene, unveränderte Einsatz von Alltagsgegenständen, zeigt sich in der Ausstellung Im Raum des Betrachters – Skulpturen der Gegenwart, exemplarisch am Werk Mark Manders. Silent Factory, ein Werk aus Holz, Eisen und Fundstücken, wirkt aus der Zeit gefallen, rätselhaft und bietet gerade auch deshalb Raum und Möglichkeit zur Entdeckung und Interpretation. Das Werk Roman Ondaks. 100 japanischen Stahlarbeitern wurde eine Tafel Schokolade gegeben. Nach dem Verzehr sollten sie aus der Silberfolie Skulpturen formen. Dies die Idee der sozialen Plastik. Formal gesehen Nicht-Künstler schaffen mit ihrer kreativen Fähigkeit Kunst. Durch ihre dingliche Qualität stellen Skulpturen ein physisches Gegenüber dar. Die Pinakothek der Moderne lädt ein, dies zu entdecken. Beim Rezipienten Assoziationen, Erinnerungen zu wecken, das erweiterte Verständnis zeitgenössischer Skulptur erlebbar zu machen. Noch bis zum 30.09.2012.